zu «Fäuse Federal». Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus. Und mein Gast heute ist der Roger Köppel. Er ist bekannt Unternehmer, Verleger, noch SVP-Nationalrat. Nicht mehr lang. Hast du genug? Hast du die Nase voll von Politik? Nein, gar nicht. Ich habe im Gegenteil. Wenn ich jetzt schaue, was läuft, hintersinne ich mich manchmal. Und ich komme ein ein oder andere Telefon über. Ich soll mich auf irgendeine Nationalratsliste setzen lassen. Aber nein, das ist nicht. Die Pflicht ruft. Ich habe jetzt 8 Jahre lang habe ich meinen Dienst am Vaterland gemacht. Und ich habe mein wichtigstes Ziel erreicht, die Verhinderung vom institutionellen Rahmenabkommen. Und ich bin unglaublich präsent in dem Bundeshaus, auch physisch präsent. Stimmt alles nicht, was da geschrieben wird. Aber jetzt muss ich mich wieder mit der Firma auseinandersetzen. Das ist gut. Das besprechen wir bei einem Glas Schweizer Rotwein. Aha. Jeninser 2019 von Vinigma. Das ist ein Basler Winzer, Valentin Schiess. Ganz ein cooler Typ. Der hat Reben in mehreren Schweizer Regionen und tut die in Basel oder einfach jeweils vor Ort, das vinifizieren. Das ist ein Gamaret, Westschweizer Trauben aus der Bündner Herrschaft, völlige Seltenheit. 13,8 Volumenprozent, das ist halb so viel wie die SVP, oder? Aber ein bisschen mehr als die Grünen, immerhin, oder? Da redet der wahre Experte, der Önologe. Zum Wohl. Ja, Dominik, tschüss, zum Wohl. Oh ja, schmeckt sehr gut. Das ist eine Bombe. Und sehr fein, ja. Gewaltig, hä? Ist fein. Du bist auch so eine Bombe, so eine Gewalt da rein gewesen, 8 Jahre lang. Ich weiss, es gibt in jeder Fraktion Leute, die wirklich froh sind, dass du gehst. Was sagst du denen? Ja. Ja, ist doch schade. Ich meine, wir haben ja interessante Auseinandersetzungen gehabt. Und ich habe es einfach, ich muss sagen, ich habe ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, um mich da zurechtzufinden, wo man da reinkommt, in den ganzen Betrieb, wo ich mehr theoretisch kennt habe. Und ich habe mich zwar manchmal auch aufgeregt und es hat mich auch emotional berührt, viele Diskussionen. Aber ich muss sagen, je länger man eigentlich da ist und die Erfahrung ein bisschen hat, desto interessanter ist es. Und ich habe vor allem gelernt, das ist auch für mich so ein bisschen die Erkenntnis, dass es vielleicht auch die verrückt sind oder die froh sind, dass ich jetzt gegangen ich sage mal, jeder, der da oben ist, aus seiner Sicht, setzt sich eigentlich für die Schweiz ein und macht etwas und gibt da sein Engagement. Und das ist ja im Milizsystem eigentlich immer dem vorzuziehen, wenn man nur daheim sitzt und Pfust im Sack macht. Aber vielleicht, ich weiß auch nicht, vermisst es mich ja dann manchmal, aber ich bleibe auch nicht abwesend. Ich werde ja als Journalist weiterhin da präsent bleiben. Das ist meine Frage. Es könnte sein, dass man als Journalist fast mehr bewirkt als so ein bisschen Doppeljournalist und Politiker. Oder was würdest du sagen jetzt aus deiner Erfahrung? Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, das ist nämlich möglich. Das ist möglich. Das hängt natürlich von der journalistischen Leistung ab und auch von der politischen Leistung, die einen bringt. Und ich habe mir das natürlich auch überlegt im 15. Oder? Die Frage, ob 1 plus 1 2 gibt oder ob 1 plus 1 0,5 gibt. Oder? Wenn du die zwei Tiger, sind ja zwei Tiger, oder? Die Medien und Politik, eigentlich musst reiten. Und es ist sicher ein Spannungsfeld. Du zahlst auch einen gewissen Preis, vor allem wenn du in eine SVP gehst, wo jetzt eine unbequeme Partei ist, polarisierende Partei. Und wenn du dich da auch entsprechend zu Wort meldest. Aber ich bedauere also keinen Tag, wo ich da gewesen bin. Und ich hab sehr viel gelernt. Und ich bin ja nicht jemand, der jetzt so lange eigentlich als Inlandsjournalist, zum Beispiel wie du, da dabei ist. Nein. Aber durch das habe ich jetzt eigentlich können, so ein bisschen die Funktionsweise vom Staat, das Wunder eigentlich von der Schweiz, vermutlich ein bisschen tiefer und für mich auch können lernen und verstehen. Und was man dann genau bewirkt in der Politik, ich glaube, das ist eine Frage, das darf man sich gar nicht so stellen. Es gibt ja das berühmte Zitat, der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt nur, was ist das Recht? Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also wenn du dich nur fragst, was kann ich da bewegen, was kann ich da machen, dann bist du verloren. Mein Ziel war es, die Verhinderung vom institutionellen Rahmenvertrag. So gesehen sind das erfolgreiche Legislaturen. Ich habe gesagt, wenn es nach einer Legislatur klingt, dann bin ich nach 4 Jahren wieder weg. Jetzt hat es halt 2 gebraucht. Ja, aber das hat ja der Bundesrat beerdigt, nicht du. Und viele andere, insbesondere auch Leute in der FDP, die der Bundesrat gesagt haben, hey, das könnt ihr nicht machen mit uns.
Oder eben so, es ist ja nicht, die SVP ist ja klar gewesen, dass sie dagegen ist. Würdest du jetzt wirklich sagen, das ist deine Leistung? Sagen wir es mal so. Ich habe da dürfen einen Beitrag leisten. Und wegen schlimmer Politiker wegen sich. Nein, ich habe nie zu denen gehört, wo das geglaubt haben, wo sie über mich geschrieben haben. Also, dass du sozusagen mit so einem Messias-Syndrom da reingekommen bist. Nein, aber ich glaube, es ist wichtig gewesen. Ich meine, auch als prominenter Journalist, der mit Auslanderfahrung in die SVP reingeht, der prononciert und rhetorisch leidenschaftlich die Schweiz verteidigt, das Rahmenabkommen argumentativ natürlich auch angreift. Und viele von denen, die sich engagiert haben am Schluss, öffentlich auch außerhalb von der SVP, die kenne ich natürlich, mit denen hat man auch geredet. Mhm. Und vielleicht, weiss ich nicht, hat das eine oder andere Argument dazu geführt, dass eben auch außerhalb von der SVP Leute gemerkt haben, dass man so einen Vertrag, so einen Unterwerfungsvertrag nicht unterschreiben darf. Aber es geht ja eigentlich gerade wieder weit, das ist ja eigentlich nie fertig. Die Schweiz ist eine Errungenschaft, die immer verteidigt werden muss. Jetzt hast du vorhin das berühmte Zitat gesagt, der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt, was ist Recht. Und du zählst dich natürlich zu den Zweiten, oder? Das muss man vielleicht noch den Zuschauern erklären. Der fragt, was ist richtig und was ist falsch und sich dann für das einsetzt. Aber dann laufst du auch Gefahr, dass mit wem der Fahne untergehst. Ja, die Gefahr hast du immer. Und das weiß ich eigentlich auch interessanterweise nicht, ob du untergehst oder nicht. Aber ich habe meine entscheidende Politik einzusteigen, ist entstanden aus einem inneren Unbehagen, aus einer kognitive Dissonanz. Ich habe das Gefühl gehabt, und das hat mich mal ein Journalist, ein Kollege von uns, der Benedikt Neff, in einem Interview noch für die Basler Zeitung, wo du dort auch geschafft hast für sie, darauf aufmerksam gemacht, wo ich so eine Vortragstournee gemacht habe in der Schweiz, wo sehr erfolgreich war. Und dann hat er mich gefragt, wieso gehen sie nicht in die Politik? Ich meine, sie engagieren sich, sie sind fürs Milizsystem, da könnte man eigentlich auch anstehen. Mhm. Und dann musste ich sagen, mal, er hat eigentlich recht. Und irgendwie bin ich mir einfach komisch vorgekommen. Ich bin der da wahnsinnig interveniert, Meinungen äußert, die Schweiz verteidigt, der sich aufregt, dass sich alle immer für die Schweiz oder viele für die Schweiz entschuldigen. Und dann ist das ja gut, das ist ein Milizsystem. Also gang rein. Und das ist auch für einen Journalist möglich. Es ist einfach anspruchsvoll, weil du stehst dann unter Beobachtung, man verdächtigt dich immer und so. Aber das hilft eigentlich. Also so gesehen muss ich nochmal sagen, es ist eigentlich eine extrem gute Erfahrung gewesen. Du hast auch schon gesagt, auch journalistisch hast du immer an die Festungsmauern geklopft und für das auch etwas kassiert jeweils. Und jetzt ist es schon noch, wenn du würdest sicher wieder gewählt. Irgendwo durch sind die Festungsmauern etwas härter als du. Ja, die Festungsmauern sind immer da. Wir sind im Bund. Darum mache ich die Sendung auch gerne drin. Nein, Festungsmauern sind nicht immer zu identifizieren mit der richtigen Mauer. Nein, mit dem meine ich, letztlich sind auch die Mauern in unserem Kopf. Oder? Das sind natürlich auch die Mauern. Das sind auch die Vorurteile, das sind die falschen Vorstellungen, die man hat. Und das stimmt, das hat mich als Journalist immer fasziniert. Ich habe immer gesagt, du musst eigentlich Neuland beschreiten. Du musst immer, die Freiheit des Journalisten besteht darin, etwas zu denken, etwas zu erwägen, ein Argument zu bringen, das die anderen nicht bringen. Hoffentlich eine Intelligenz, hoffentlich ein Gutes. Und dann, das bringt sowieso etwas. Auch wenn du am Schluss merkst, es gibt am Schluss ist dann irgendwie ein Kompromiss, oder das ist nicht ganz immer so eindeutig. Und das ist schon etwas. Also, das treibt mich sicher an. Also, das ist die kritische Sicht, das hinterfragende Denken, aber auch auf einen selber bezogen. Ich meine, ich habe ja meine Meinungen auch schon mal geändert, oder du bist konfrontiert mit einem Argument, das besser ist, dann musst du das bringen. Hast du es vielleicht nicht so genau gesehen? Das ist die Aufgabe vom Journalismus. Immer wieder neue Galaxien mit Captain Kirk. Raus auf Enterprise. Weißt du, das ist ja wahrscheinlich meine Deformation professionell. Die Festungsmauern für mich ist immer vom Medienzentrum auf der anderen Seite das Haus oder Bundesrat. Du bist natürlich Mauern in mir rein, gibt es keine Mauern. Nein, look, du bist eben, für mich bist du so, ich kenne dich natürlich auch nicht jetzt perfekt, aber für mich bist du natürlich jemand gewesen, der sehr stark auch politisch angetrieben ist durch deine verschiedenen Tätigkeiten, wo, also ich meine das im guten Sinn, oder? Wo ein sehr politischer Mensch ist. Ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich bin eigentlich ein Kultursporttyp. Mit total dem kokettierst du immer. Nein, das ist ja so. Ich bin ein totaler Eklektiker. Ich bin da im Ziel. Ich suche mir die Sachen zusammen da aussen. Klar, ich kann mit grosser Überzeugung gewisse Themen und Thesen vertreten, selbstverständlich, gewisse Werte. Aber
Ich hoffe, ich werde mir nie einbilden, dass ich jetzt wirklich die Wahrheit gelöffelt habe, weil es irrt der Mensch, solange er strebt. Das ist so. Also, wenn ein Journalist hat, besonders oft, ja. Das muss man sagen, wahrscheinlich mehr als viele andere Menschen. Die NZZ hat geschrieben, du seist ein publizistischer Bürotechniker. Gefällt dir das? Ja, das sind so Plattitüden. Metaphern. Das sind Plattitüden. Das ist einfach, wenn du so ein bisschen... Die NZZ hat halt immer, ich meine, ich habe dort auch lange geschafft, die NZZ hat immer ein bisschen die Einstellung gehabt, oder? Lesen macht keinen Lärm, oder? Wir sind ein bisschen die Snobs da oben rein. Und wenn da einen ein bisschen provoziert und mal auch die NZZ in Frage stellt, dann ist das irgendwie ein Bürotechniker. Das kannst du nicht so ernst nehmen. Das sind so Techniken von der Konkurrenzbewältigung von der NZZ. Bürotechniker ist ja einer, der Freude hat am Feuer. Nein, ich habe eigentlich nicht Freude am Feuer, aber ich hätte vielleicht Freude am Licht der Erkenntnis. So gesehen könnte man sagen, ein Pyrotechniker der Erkenntnis, weil manchmal musst du mit der Taschenlampe ein bisschen heller anleuchten, wenn es die Leute nicht sehen. Wo findest du, wird in diesem Haus zu wenig angeleuchtet? Im Bundeshaus? Mhm. Ja, sehr viel. Das, was sie im Bundeshaus eigentlich am wenigsten sehen, ist die Schweiz. Man ist eigentlich so mit sich selber beschäftigt, sich selber zu rechtfertigen, sich selber zu positionieren im Parteienkampf, in dem Gerangel, dass man eigentlich das Wichtigste um das, was es geht, nämlich die Schweiz zu verteidigen. Und die Schweiz, das sind ja die Leute draussen, das sind die Schweizer, das sind die, die im täglichen Überlebenskampf eigentlich können bestehen in einem kleinen, verwundbaren Land ohne nennenswerte Bodenschätze. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und die wichtigste Frage ist die Frage vom Sportjournalist. Wie muss eine Mannschaft spielen, damit sie erfolgreich ist? Und die Schweiz hat ja über die Jahrhunderte, mit dem beschäftigst du dich auch, und ich beim Nebelspalter natürlich auch, aus bürgerlicher Sicht, oder? Die Schweiz hat eine Erfolgsformel, eine erfolgreiche Taktik. Und da innen sind einfach zu viele Leute damit beschäftigt, das Rad neu zu erfinden, die Schweiz neu zu erfinden, weil sie selber Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und ich glaube, du musst im Prinzip, du musst die Schweiz verteidigen, die Weisheit unseres Modells und unseres Staates, unserer Institutionen von dem Land, das viel grösser ist als das grösste Genie, das da je seinen Fuss ins Bundeshaus gesetzt hat. Gibt's eh nicht. Es ist ja nur ein Durchschnitt. Aber wenn du erfolgreich sein willst in der Politik, dann musst du doch genau vielleicht taktisch anders vorgehen, als du das gemacht hast. Ja. Weniger der grosse Auftritt, weniger mit wehenden Fahnen untergehen, sondern das typisch schweizerische Klein-Klein, Paragraph 97 Absatz B, Buchstabe C, oder? Das war aber nicht deins, 8 Jahre lang. Ich war schon auf dem Landerkeitplatz immer der mit dem disruptiven Spielzug. Der, der sozusagen aus dem Mittelfeld raus entweder der überraschende Pass gegen den Lauf gespielt hat, oder ich habe Landerkeit gespielt. Das ist ein absurder Sport. Das ist ein Supersport. Oder ich bin über die linke Vorhandseite vom Gegner. Das ist eben sehr anspruchsvoll im Landerkeit, wenn du über die linke Seite gehst, alle Nachteile gegen dich. Nein, meine Stärke ist schon die. Das habe ich immer gerne gemacht. Einfach die Leute auch aus ihrer Selbstgefälligkeit rausreissen, indem man sie eben mit dem konfrontiert. Bildet euch nicht ein. Links haben sie doch, wenn du so einen Auftritt hast, die sind immer rhetorisch brillant gewesen, aber links hat sich doch in ihrer Selbstgefälligkeit noch bestätigt gefühlt. Ich weiss nicht. Also ich weiss, am Schluss zumindest habe ich das Gefühl, als ich meinen Rücktritt erklärt habe, haben sie das können mit einer gewissen Erleichterung und endlich mit der berechtigten Wertschätzung zur Kenntnis nehmen. Und sogar ein Roger Nordmann hat gelächelt. Nein, sie sind schon disruptiv gewesen. Ich meine, Eine Bundesrätin, so Maruga, ist ja mal rausgelaufen, als ich geredet habe, damals über die Flüchtlingsgeschichte. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass jeder muss seine Stärken einbringen. Und es gibt da auch Leute, die natürlich, das sind die subtilen Macher, oder, die da hinter den Kulissen die Sachen anbringen. Aber es gibt eben auch so ein bisschen die grundsätzlicheren Typen. Aber ich wollte das gar nicht, das ist nicht ein anderer, das ist einfach ein anderes Genre vielleicht, ein bisschen. Das ist mein Beruf. Ich komme von dem, vom Analysieren, vom Denken, etwas auf einen griffigen Satz abbrechen. Und das ist für mich eigentlich das Wesen von der Demokratie, dass es Leute gibt, die das aussprechen, was man eigentlich sagen muss oder sagen sollte. Gehst auch ein Risiko ein. Vielleicht gehst du eben mit wehenden Fahnen unter, wenn du dich verhauen hast, im Inhalt, im Ton. Aber, ja, ich meine, ich habe nie die Devise gehabt,
ja, nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Ich habe immer versucht, Leute natürlich zu provozieren, etwas rauszuholen. Aber klar, manchmal ist ja schon Beton angeredet. Jetzt bist du in der SVP-Fraktion gewesen, grösste Fraktion, grösste Partei in diesem Land. Aber du hast an dieser Fraktion auch über dich gelitten, weil sie irgendwo durch nicht das Konzept, das du hast, von Politik, einfach ein bisschen disruptiv, nonkonformistisch, angriffig, ja. Also in jeder Rede, die ich heute halte oder wenn ich eingeladen bin an einer SVP-Veranstaltung, dann tue ich die SVP über den absolut grünen Klee loben und sage, entschuldige da ja nie dafür, dass ich bei der SVP bin. Die Partei, die immer geprügelt wird, wo alle die Pseudo-Gescheiden und die Besserwisser sich die Schuhe abputzen. Ich meine, dank der SVP, und damals sind sie allein gewesen, es war nicht einmal die ganze SVP auf dieser Linie gewesen, dank der SVP sind wir heute nicht im Euro, sind wir nicht in der EU, haben wir die Schweiz noch. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Und das hat, an dem habe ich viel mehr gelitten. Und ich gebe das zu. Es hat auch bei mir Mut und Überwindung gekostet, um das einmal zu schreiben. Ich habe mit dem Markus so, wir haben uns lange immer über das verständigt, schon vor Jahren, und gesagt, du, ich meine, das ist doch ein Blocher, der wird da verteufelt und ein SVP, das ist doch fürchterlich, was wir im Tagi da schreiben, oder? Und auch andere Kollegen haben das gesagt. Und haben gesagt, ja, aber weißt du, wenn du eben das schreibst, dann bist du erledigt, oder? Dann machen sie die fertig. Und die Verlogenheit, unter der habe ich gelitten. Eine SVP als Fraktion ist natürlich ein Machtgebilde, ist ein Parteiengebilde. Natürlich, ich würde sagen, weniger gelitten. Ich habe das manchmal sehr interessant gefunden, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt mal eine andere Position, kann ich einbringen. Ich habe jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Frage OECD Steuern, bin ich jetzt, glaube ich, ja, nicht der Einzige, aber ich bin sicher einer von den wenigen gewesen, der jetzt da gegen den Ueli Maurer, gegen andere argumentiert hat. Es gibt auch gute Gründe, wieso man jetzt da muss aus Pragmatischen, was auch immer, mitmachen. Ich bin da weniger, das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Bei anderen Themen ist man auch weniger, vielleicht, ja, aber das ist, also ein Leiden ist es eigentlich nicht gewesen. Im Gegenteil, ich habe das vielleicht eher so empfunden als, manchmal auch ein bisschen austesten, oder? Wie streitfähig ist die Partei und ist die Fraktion? Und auch da muss ich also sagen, ohne jetzt da irgendwie rückwärts zu schleimen. Das ist eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, ja, was soll das? Aber irgendwie hat man das immer auch ausgehalten, so ein Journalist. Ist auch nicht so einfach. Kann man dem vertrauen? Schaut dann auf sich, benutzt er seine Zeitung für seine eigene Macht? Also du stehst natürlich auch in der eigenen Reihe, außer dran, in einem verschärften Konkurrenzverhältnis. Du hast vorhin so ein bisschen deinen Nonkonformismus angesprochen. Gibt es nicht einen Punkt, wo das dann schwierig wird? Oder? Weil du musst dich ja immer an den Konformisten ausrichten. Also, wenn du einfach immer sagst, okay, kritisch alles hinterfragen und nachher zu einer anderen Meinung kommen, die möglicherweise hoffentlich intelligent ist, ja, ich meine, dann musst du immer schauen, was denken alle anderen, bevor du deine Position hast. Also, das ist ja eigentlich so ein bisschen meine Devise, oder? Alles zu hinterfragen. Also wenn etwas zu negativ gesehen wird, dann musst du irgendwie das Positive vorbringen. Wenn etwas zu positiv ist, musst du das Negative sehen, ein bisschen das Antizyklische. Aber jetzt ein bisschen schauen, vor dem Hintergrund ist ja doch eigentlich noch eine erstaunliche Kontinuität von meinen Positionen da. Auf jeden Fall höre ich oft da draussen, ja, Köppel, bei dir wissen wir auch immer, was du etwas schreibst, und wir können es langsam nicht mehr hören. Aber ich glaube schon, dass der Journalist, und das hat mich immer angesprochen, und das ist vielleicht ein bisschen Hypothek, auch als Politiker. Ich finde natürlich auch Denksystem interessant, wo ich ablehne. Und ich meine, wenn du mal das Verstehen ernst nimmst, und ich versuche mich jetzt mal, warum haben wir einen Bolschewismus in Russland gehabt? Warum ist es im 20. Jahrhundert zu diesen fürchterlichen Kriegen gekommen, zu dem ideologischen Wahnsinn, oder? Woher kommt das eigentlich? Warum ist das passiert? Oder? Wenn man das sich mal ein bisschen emanzipiert von diesen einfachen Schwarz-Weiß und Gut- und Böse-Schemen und versucht, so fast mit einem zoologischen Ansatz in etwas hinzukommen, dann wird die Welt eigentlich interessant. Aber dann bist du natürlich als Politiker vielleicht manchmal auch weniger bereit, oder? Jetzt die Fahnen so vehement hineinzuschlagen, sondern du bringst, und das ist schon eine Gefahr, oder? Wenn du im Verstehen, das Verständnis, aber man kann eben Sachen auch verstehen, ohne sie zu akzeptieren, ohne Verständnis aufzubringen. Aber das ist sicher anspruchsvoll. Das hat mich immer interessiert. Und das finde ich schon im Journalismus etwas vom Spannendsten, dass wir eigentlich eintauchen können, auch in Welten, die uns eigentlich fremd sind. Man weiss einfach nie genau, was deine wirkliche Haltung ist. Also der zoologische Ansatz im Fall Wladimir Putin zum Beispiel, der würde ja zeigen, dass er alles ablehnt, was uns als Liberale
wichtig ist. Also gut, da ist jetzt meine Haltung völlig klar in dem ganzen Kriegsthema. Ich finde das ein absoluter Wahnsinn, was da passiert. Ich finde, dass die ganze Kriegstreiberei, auch im Westen, das ist völlig emotional. Das wird überhaupt nicht vom Ende her gedacht. Und wir sind das nicht bewusst. Ja, es geht, wer hat Recht und nicht. Ja, da würde und ich jetzt, nicht, man ja, fragt nicht, nein, was kommt danach. Ja, nein, ich sage jetzt einfach mal nein. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, so wie die Diskussion läuft, oder, ist so eine Einseitigkeit da drin und auch so eine Militanz von denen, die da die Mehrheit angeblich bestimmen, dass jeder, wo das in Frage stellt, ja automatisch ein Landesverräter, ein Putin-Versteher und ein Putin-Knecht ist. Und da sage ich einfach, Entschuldigung, Freunde, da müsst ihr jetzt einfach mal langsam ein bisschen aufwachen in dieser ganzen Diskussion. Dass es die Russen, also da muss ich jetzt noch ein rudimentäres Verständnis von der Geschichte der Russen haben, dass es die Russen, nach allem, was sie gesagt haben, nach ihrer ganzen History, nicht nur im 20. Jahrhundert, niemals akzeptieren können, dass in der Ukraine ein NATO-Staat ist mit amerikanischen Atomraketen. Mhm. Ich meine, man hat gesehen, die Amerikaner sind in Irak hinein, weil sie Angst haben vor Massenvernichtungswaffen ein paar tausend Kilometer von ihren Landesgrenzen entfernt. Was glauben wir eigentlich, was die Russen denken? Und wenn man das macht, und das sage ja nicht ich, das haben amerikanische Diplomaten gesagt, wenn man auf dem Weg von der Konfrontation geht und meint, ja, die Russen schlucken das, dann ist man entweder blöd, oder man hat einfach eine Art eine geopolitische Agenda, die gefährlich ist. Und in so einer Situation muss man sich schon sehr ernsthaft, weil es geht um ganz schwerwiegende Entscheidungen, da muss man sich schon die Frage stellen, was sind die Interessen von der Schweiz? Was ist das Interesse von Europa in dieser ganzen Geschichte? Genau. Und dort ist für mich viel zu viel Emotion drin, viel zu viel Gutmenschentum, viel zu viel falsches historisches Primborium. Niemand rechtfertigt, wenn irgendeiner einen Krieg anfängt, oder? Und irgendwo hineingeht. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber für mich ist klar, dass der Westen, der sich da im Moment und die Amerikaner in einer blütenreinen Wohltäterrolle sehen, sozusagen die blütenreinen Vorkämpfer der Freiheit. Ja, nein, ich zitiere das, was ich lese. Das ist eine gefährliche Mentalität. Das erinnert mich an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und da ist es dann wiederum mein Auftrag. Vielleicht liege ich falsch, sage ich auch. Vielleicht liege ich falsch. Aber da ist es schon der Aufgabe auch von einem Journalisten, und wenn du phasenweise auch der Einzige bist, der das macht, auf die Gefahren hinzuweisen. Weil jetzt im Moment, oder langsam vielleicht schon, aber vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, ist man sich der Risiken von dieser ganzen von dem Rausch, der Berse hat recht, von dem Kriegsrausch, wo man sich auch da reingesteigert hat. Die neue Freund. Von dem Gerechtigkeit. Nein, Freund nicht. Aber ich meine, man muss ja bei einem, wo man sonst seine Meinung nicht teilt, sagen können, wenn er mal etwas richtig sagt, aus meiner Sicht. Ich sage einfach, der Krieg hat gigantische Risiken. Wir müssen aufpassen, dass uns die Lava von der Emotionen nicht blind macht für unsere Werte. Und wir sehen es in der Schweiz. Die Neutralität gewackelt. Man versucht, uns einzureden, wir sollen jetzt Waffen liefern. Wir sind schon Teil vom Wirtschaftskrieg. Da muss doch jetzt einer wenigstens noch aufstehen unter den Journalisten und sagen, hey Freunde, Achtung, das ist gefährlich, das geht da in eine kriegerische Richtung. Ich möchte nicht so eine Welt. Ich bin für eine liberale Welt, vom Freihandel, von der friedlichen Koexistenz. Aber was wir heute machen, Dominik, das ist das Gegenteil. Wir führen auch einen Krieg gegen den Freihandel. Weil nach den Russen geht es gar gegen die Chinesen. Versuchen es zum Beispiel bei den Deutschen so zu sagen, jetzt darfst du nicht mehr bei den Chinesen kaufen, dann müssen sie die Autoindustrie zurückholen. Das ist halt der Unterschied. Ich bin überzeugt, eine liberale Gesellschaft muss sich gegen Autokratien, die alles das verachtet, was wir haben, letztlich zur Wehr setzen. Und du blendest das natürlich aus, nein, inklusive Souveränitätsrecht und der Souveränitätswille von der Ukraine. Nein, und nein, Ukraine. Gar nicht. Ich sage, jetzt das kann man machen, aber... Nein. Weißt du, Geschichte ist kein Selbstbedienungsladen. Nein, absolut. Aber weißt, jedes Land hat das Recht, sich selber zu verteidigen. Aber dann musst du dich auch selber verteidigen. Wenn wir dann natürlich von den Ukrainern alle 14 Tage aufgerufen werden, uns auch an dem Krieg zu beteiligen. Und ich habe viele Diskussionen geführt von Leuten, die das weniger charmant jetzt vertreten, wie du die Sicht, die dann sagen, da geht es jetzt um unsere Freiheit, die Selbstbehauptung von der westlichen Zivilisation gegen die Autokratie in den Osten. Das ist unsere Freiheit. Dann habe ich immer gefragt, okay, hast du dich schon freiwillig gemeldet? Genau. Oder lässt du die Ukrainer sterben für deine Werte? Und dort wird es dann eben schnell auch ein bisschen zynisch. Dann wird es dann schnell ein bisschen wohlstandsverwahrlost. Und ich nehme das sehr ernst. Und ich nehme auch den Kampf der Ukrainer ernst. Aber ich nehme auch die Verantwortung von so einer Regierung in Kiew ernst und sage, Gottfried, stutz noch mal. Wenn du über hunderte von Jahren Teil von einem Land gewesen bist und bist seit 30 Jahren bist du unabhängig, völkerrechtlich verbrieft unabhängig. Du hast Verträge unterschrieben, genau, wo du gesagt hast, dass du kein Militärbündnis abschliessest gegen andere Unterzeichnerstaaten. Wenn du dann
eine Politik machst, die gegen deinen Nachbarn gerichtet ist, dann hat natürlich auch so eine Regierung eine Verantwortung. Und das dürfen wir einfach nicht ausblenden. Und die Tatsache, dass allein die Diskussion über das oder die Hinterfragung von dem, aber dann können wir es auch abschliessen, dass das schon so, ich sage jetzt mal, rabiate, nicht bei dir, aber rabiate Unterstellungen kann auslösen, das zeigt mir doch, dass die Leute, die jetzt da auf Konfrontations-, auf Kriegskurs, auf Kriegspfad sind, die wollen gar nicht richtig diskutieren. Mhm. Und das ist gefährlich. Ich sage nicht, vielleicht habe ich nicht recht. Und wenn die Strategie vom Westen aufgeht und die Russen sagen, sorry, wir haben uns geirrt, wir ziehen uns zurück, du, dann bin ich der Erste, der in deiner Sendung sagt, super, aber für mich ist das ein Schönwetter-Szenario. Ich sehe das Risiko von einem Atomkrieg, ich sehe das Risiko von einem ewigen Krieg, wo die Wirtschaft bei uns in Abgrund reisst. Ich sehe eine Gefahr von sozialen Spannungen. Wir sehen es jetzt schon in Frankreich, wir sehen es in Deutschland, das brodelt. Und die Interessen der Amerikaner, die ich auch respektiere, sind im Moment nicht synchron mit den Interessen der Europäer. Und das ist auch eine Spannung, die etwas Wichtiges gefördert, nämlich das transatlantische Verhältnis. Ich bin kein Gegner vom transatlantischen Verhältnis. Aber irgendjemand muss den Amerikanern manchmal auch mal sagen, unseren Freunden, hey, sorry. Aber das machen die Amerikaner ja selber. Die haben eine wache Zivilgesellschaft, die das selber macht. Die Europäer sind einfach ein Quantité Negligence, aber sind die Europäer. Also, Frau Uhland hat dazu richtig, ist eine amerikanische Diplomatin, die gesagt hat, fuck the EU. Entschuldigung, kann man das dann beiblenden vielleicht? Nein, aber es ist ein Zitat. Nein, ich meine, es ist ein Zitat. Aber dort treffen wir uns dann wieder. Und spätestens, wenn der Krieg vorbei ist und wir auf die westlichen Werte anstoßen, treffen wir uns wieder. Weißt, ich finde, für mich ist es eben das Ganze, was wir hier haben. Ich habe das letzte mit einem besprochen. Das ist eine absurde Version vom Kalten Krieg. Wir sind nämlich es kippt sogar in heißen Krieg. Wobei, das hat es auch schon stellvertretend Kriege. Die absurde Version vom Kalten Krieg. Wir sind eigentlich in einer Welt. Selbst wenn du die sogenannten Autokratien China, Russland anschaust, wenn du das vergleichst mit dem, was China und Russland im 20. Jahrhundert waren. Terrorstaaten auf Leichenbergen, ein Stalin, ein super Monster. Mit einem Stalin haben sie zusammengeschafft. Ja, mit einem Brezhnev, der 68 niedergeschlagen hat. Und jetzt wird der Putin zum Universaldämon aufgestellt. Und da sage ich einfach, da sind so viele Emotionen, so viele Verblendungen auch drin. Ich glaube, da muss man hier oben runterkommen. Und die Chinesen und die Russen. Ich sage, die Gesellschaften sind sicher völlig anders als unsere und die sind nicht perfekt und vieles läuft dort sicher total falsch. Aber wir müssen aufpassen, das ist mein Eindruck, wir müssen einfach aufpassen, dass wir geringer werden, die Differenzen, nicht zu grösseren Gegensätzen aufblähen, als wo man gemeint hat im Kalten Krieg und unter dem Kommunismus. Das finde ich gefährlich. Den Kalten Krieg haben wir gewonnen, den Westen, also nicht mehr Schweiz, aber den Westen. Der Heisskrieg in der Ukraine, der geht noch weiter. Merci vielmals für den Besuch. Jetzt sind wir schon am Ende. Genau. Jetzt könnten wir gerade den zweiten Teil einsetzen. Ja. Das war interessant. Das danke dir mal. Tschüss. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr den zweiten Teil nicht wollt, verpassen wollt, dann drückt den Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da. Das hilft uns. Schaut auch bei ihm rein, jeden Morgen, bei uns rein. Es gibt genug nicht linke Medien und ich sage immer, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Wir sind der gesunde Menschenverstand in diesem Land. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem anderen Gast. Können wir wieder schauen. Merci vielmals und einen schönen Abend.